Servus Leute, das ist der Tag danach, ich bin der Light, der Tag nach dem Livestream, wohlbemerkt. Und ich möchte hier nochmal ein ganz großes Danke meinerseits, Claudio ist noch am Schlafen, aber ich bin schon wach und sage deswegen von meiner Seite schon mal aus Danke, Danke und Danke für den kräftigen Support, den ihr uns gestern gegeben habt. Ich finde es cool, dass wir niemals unter unsere erwarteten Zuschauer gefallen sind, sondern meine Erwartungen vollkommen gesprengt wurden und wir wohl anscheinend waren wir kurzzeitig mal bei 30 Viewern. Konstante 25 Viewer war wahnsinnig für den ersten Stream. Das ist natürlich euer Verdienst gewesen. Ihr habt immerhin ermöglicht, dass wir hier so streamen können und auch so lange machen, denn nur solange ihr mitmacht, sind wir auch dabei. Ich möchte deswegen hier in diesem Video so einen kleinen Danke an alle Zuschauer sagen und natürlich an diejenigen, die aus irgendwelchen anderen Gründen den Stream nicht gucken konnten. Steht in der Beschreibung ein Link für euch zu Twitch. Ich werde diesen Livestream nicht hochladen, weil das Problem beim Livestream hochladen ganz trivial ist, dass der Livestream 6 Stunden 42 ging. So, wenn ich jetzt, allein wenn ich davon ausgehe, dass ich meine, naja, durchschnittliche Videolänge von 20 bis 30 Minuten nehme, habe ich endlos 4 Videos. Und selbst wenn ich sagen würde, ungefähr eine Stunde pro Video mit dem Livestream, würde ich eine ganze Woche Livestream füllen. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Und deswegen, ja, ist das komplette Video auf Twitch zu gucken. Ihr könnt es ja nach und nach gucken. Vielleicht die ersten 2 Minuten kann man, glaube ich, überspringen. Da ist nur Musik. Wenn ihr die hören wollt, könnt ihr sie auch hören. Mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal bei einem Livestream dabei seid. Würde mich wahnsinnig freuen, auf jeden Fall. Und wenn ihr das nächste Mal wieder hier vorbeischaut, vielleicht auch neue Leute vorbeischauen. Ihr könnt euch ja das auch mal angucken, auch wenn ihr vielleicht skeptisch gegenüber dem Livestream wart, weil ja kein KSP gespielt wird. Guckt es euch an, glaubt mir, es gab eine richtig gute Stimmung, war richtig geil und hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass wir das nächste Mal ein paar mehr Zuschauer noch erreichen können. Ich habe mich gefreut, ich hoffe auch, dass wir das nächste Mal wieder die alten Gesichter sehen. Bis zum nächsten Mal und bis zu meinem nächsten Video. Mein Name ist Yannick, over and out.